Ja, schon der 9. November 2022. Nach einigen Tagen sehr wechselhaften Wetters mit immer wieder Regenfällen ist im Wald jetzt relativ feucht, aber heute ein relativ milder Tag. Im Gegensatz zu gestern, da war eigentlich relativ schönes Wetter, aber deutlich kühler. Und so ist es jetzt von der Temperatur her angenehm. Es geht ein leichter Wind. Und ich freue mich jetzt auf den Spaziergang im Wald. Hat auch wieder angefangen zu joggen, hatte Motivation gefunden, nachdem ich ein paar Marathons angeschaut hatte. Aber leider hat mich dann eine Verletzung zu einer Pause gezwungen. Und ich hoffe, dass ich irgendwann wieder anfangen kann. Aber jetzt genieße ich den Waldspaziergang. Und ich befinde mich jetzt hier so zwischen Käfertälerwald und Firnheimer Wald. Man sieht die Pfützen. Da sieht man Verlängerung der alten Poststraße gelaufen und bin jetzt hier an dieser Schutzhütte vorbeigekommen. Ich gehe jetzt mal geradeaus weiter. Ja, und dieser Weg, ganz viele Kiefernbäume. Ich war jetzt abgebogen und laufe jetzt im Moment gerade Richtung einer Autobahnbrücke. Ja, und diese Autobahn, die ich jetzt über die Autobahnbrücke überschritten bin, ist die A6. Und ich weiß genau, wo es hier weitergeht und wird mal schauen. Obwohl hier keine Autobahn zu sehen ist oder keine Schnellstraße, hört man trotzdem den Straßenverkehr. Also da dieser Wald natürlich auch eingeschaltet ist durch verschiedene Schnellstraßen oder Autobahnen. Ja, das ist jetzt interessant. Ich bin jetzt dem Weg Nummer 2 gefolgt und der Weg endet an einem Parkplatz, direkt an einer Landstraße, direkt neben der Brücke über die A6, wo man Richtung
Hemsbach fährt. Oder auch, wenn man rechts abbiegt Richtung Viernheim. Da jetzt schon relativ spät ist und ich ja noch ein ganz schönes Stück vor mir habe,